Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zurück bei Let's Play Eldaria Episode 17. Mittlerweile bei Part 2 angekommen und es geht um die Kirmes. Also, wir reden jetzt nicht lange, wir spielen direkt weiter, weil ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht, denn 10 Wochen warten war einfach zu viel. Also, oh mein Gott, sie organisieren eine große Kirmes? Das muss ich unbedingt sehen. Nur wo sehen wir das? Wahrscheinlich draußen, hm? Als ich all die Menschen sah, die von allen Seiten des Saals herbeiströmten, wurde mir endgültig bewusst, dass die Festlichkeiten begonnen hatten. Das ganze Hauptquartier war in Aufregung versetzt und diese übersprudelnde Freude übertrug sich auch langsam auf mich. Sieht das etwa Glückseligkeit und Freude, die ich da in deinem Gesicht sehe? Ja, ich habe die Stimme von Huang Hua verändert. Warum? Ganz einfach, weil wir schon 3 Stimmen haben, die alle so ein bisschen erotisch klingen. Und ich möchte, ehrlich gesagt, mal ein bisschen Abwechslung. Deswegen spreche ich sie jetzt irgendwie. Ich muss mich da noch irgendwie einfinden. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr Ideen, wie ich die Stimmen machen könnte, etc. Ich bin immer offen für Neues. Schreibt's gerne unten in die Kommentare. Huang Hua, jetzt bin ich aber überrascht. Ja. Damit hattest du nicht gerechnet, nicht wahr? Nein, nicht wirklich. Miiko ist die Überraschung sehr gelungen. Habt ihr das schon lange geplant? Miiko denkt schon seit einigen Monaten darüber nach, aber sie wusste nicht, wie sie das alles organisieren soll. Und vor allem, aus welchem Anlass. Die letzten Ereignisse haben sie viel darüber nachdenken lassen, wie wichtig Zusammenhalt in einer Gemeinschaft ist. Und was könnte da besser sein, als ein gemeinsames Fest für alle organisieren? Es kann auf jeden Fall nicht schaden, die Gemüter der Truppen ein wenig aufzuheitern. Das stimmt, ja. Amüsier dich gut. Danke, du auch. Nachdem Huang Hua gegangen war, nutzte ich die Gelegenheit, um mir das Programm anzusehen. Eine Schnitzeljagd. Dorpsen werfen? Ich glaube, das ist ein B zu viel, ne? Oder gibt es sowas wie Dorpsen? Dosen werfen. Perikopoms. Was? Perikopoms? Ist das so wie Pompoms? Und so weiter. Na gut, gucken wir mal. Karuto hat eine kurze Nachricht hinterlassen. Er hat anlässlich des Fests ein Menü kreiert. Ich bin schon gespannt, was er sich hat einfallen lassen. Es gab wirklich so viele unterschiedliche Sachen. Ich habe wirklich die Qual der Wahl, was die Aktivitäten angeht. Huh. So, und wo sind hier jetzt die Stände? Hallo? Stände. Hä? Ja, und wir müssen bei Kuruto vorbeischauen, aber ich würde mir gerne die Stände ansehen. Komm, meine Schöne. Lass mich dich einkleiden. Riri, ich habe es dir schon einmal gesagt. Nein. Bitte. Ich bin mir sicher, mit einem Kleid und einem langen Schleier würdest du traumhaft aussehen. Okay, ich probiere es dir zuliebe aus. Auch wenn ich meinen Kleidungsstil mag und es mir egal ist, ob ich damit schön aussehe oder nicht. Ja, weil du es von Natur aus bist. Aber danke, dass du es mir zuliebe versuchst. Schön. Ich will aber sehen, wie sie dann hinterher aussieht. Ich kann sie mir gar nicht anders vorstellen. Wow, hier ist ja ziemlich was los. Hast du das gesehen? Ich glaube, die Leute mögen das köstliche Essen vom großen Karuto. Also, was willst du, Kleine? Ich weiß nicht, was empfiehlst du mir denn? Die Empfehlung der Küche natürlich. Das beste Gericht, das ich jemals zubereitet habe. Wie viel kostet es? Gar nichts. Das macht mich ein wenig misstrauisch. Aber nee, sag mir da, wie du es findest. Er hielt mir eine Art Trüffelgericht hin und ich hörte, wie er leise heimtückisch lachte. Ich fühle mich bei der ganzen Sache ganz und gar nicht wohl. Da es kostenlos war, probierte ich. Oh, scheiße. Das ist ja widerlich. Aber... Oh. Auch wenn es vielleicht nicht besonders hygienisch war, spuckte ich aus, was ich soeben probiert hatte.
Was zur Hölle ist das? Das, meine Liebe, ist Spargelleim bedeckt mit Lebensmittelfarbe. Ich hab dich sowas von dran gekriegt. Und wieder ist jemand dem großen Karudo zum Opfer gefallen. Ich verdrehte die Augen. Man könnte meinen, er legt jeden damit rein. Wenigstens servierte mir seine Spezialitäten nicht mehr, um sich bei mir zu rächen. Um es wieder gut zu machen, hier ein Succubus-Apfel. Ich probierte und er war wirklich köstlich. Er schmeckte ein wenig wie ein Liebesapfel, nur noch besser. Was ist das genau? Oh, ein Liebesapfel, yum yum. Eine typische Leckerei zu festlichen Anlässen. Du nimmst einen Apfel und tunkst ihn in Pralinen, die du zuvor in einer abgefüllten Melodie schmelzen hast lassen. Noch nie davon gehört. Das Rezept muss ich mir merken. Ich komme dann später nochmal zum Essen vorbei. Danke für den Apfel. Schick, schick, Karudo. Ich mag ihn irgendwie. Was sagst du? Kupo, ich geh zu meiner See. Hä? Kaputt? Was ist kaputt? Ja, aber was ist denn kaputt? Ich verzieh mich da mal besser, bevor ich noch in ihr komisches Gespräch hineingezogen werde. Ach, guck mal, der Pilz ist auch da. Moment mal, sind jetzt alle von den Pilzen hier? Entschuldigung, Mykoniden. Wir wollen sie nicht diskriminieren oder so. Wenn wir mit Quackfischen beginnen, dann können wir danach noch Dorpsen werfen. Dorpsen werfen ist wirklich richtig. Na guck mal, Dorsen werfen wäre auch ja nicht wirklich sinnvoll. Okay, also Dorpsen werfen. Dosen werfen gibt es nicht, es gibt Dorpsen werfen. Können wir danach zum Süßigkeitenstand gehen? Oh mein Gott! Das ist die Schwester von Alaea. Gott, wie heißt sie denn noch? Es ist schon so lange her. Aber sie sieht unglaublich süß aus und so lieb. Natürlich. Du kannst mir auch jederzeit sagen, wenn du heim willst. Sie liefen an mir vorbei, ohne mich wahrzunehmen. Doch ich war trotzdem froh zu sehen, dass Kolaya endlich rausging. Stimmt, Kolaya. Da war was. So, Freunde, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ich habe hier gerade eine Orientierungssinn wie eine Bockwurst. Hier unten ist bestimmt nichts, oder? Ja, das war sowas von umsonst. Sperren sie die Bereiche etwa nicht mehr? Ist ja ätzend. Also, hier ist nichts und da ist nichts und hier draußen ist bestimmt auch niemand, oder? Hallo? Valkyria will Menschen treffen. Hallo? So, hier wären wir. Der Dorpsenwerfstand. Aber das sieht ja beinahe aus wie ein Dosenwerfstand. Das habe ich mir schon fast gedacht. Willst du es versuchen? Ein Versuch kostet 10 Mana. 3 Versuche, um einen tollen Preis zu gewinnen. Ja, warum nicht? Weihnachtsevent hat mir genug gegeben. Okay, derzeit gibt es 2 verschiedene Optionen. Den einfachen Klick. Du musst einfach nur auf das folgende Icon klicken. Achtung, ein Klick daneben und es wird nichts geben. Die Form. Verbinde die Punkte, die auf dem Bildschirm erscheinen. Achtung, wenn du einen Punkt auslässt, musst du noch einmal komplett von vorne anfangen. Quicktime-Events. Ich habe gedacht, ich hätte hier irgendwie mal Glück oder so, aber nee, okay. Hä, was, wie? Schwupp, 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 blub. Blub, blub. Oh mein Gott, Leute, ich kann das nicht. Hä? Hier hast du bunte Wacholderbeeren. Bravo. Danke. Da hatte ich aber schon vorher welche von. Ah, Gott. Das ist so verwirrend. Man sieht keine Stände und man weiß nicht, wo man hin soll, aber... Na gut. Ich habe seit heute Morgen schon einiges erlebt. Das Dorpsenwerfen, Karutos Süßigkeiten und einige andere tolle Sachen.
Ich bin nicht gerade wenig Leuten begegnet und konnte einige neue Gesichter aus dem Hauptquartier kennenlernen. Es tut gut, ein wenig seinen Horizont zu erweitern. Es standen so viele verschiedene Aktivitäten zur Auswahl, dass ich gar nicht mehr wusste, wo mir der Kopf stand. Und durch mein ständiges Herumgelaufe hatte ich zu meinem Übel die Schnitzeljagd verpasst. Ho! Wenn ich da so an die Schnitzeljagd von Sweet Amoris denke, dann ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlimm. Mach dir keine Gedanken. Es gibt bald nochmal eine. Ich habe eine meiner neuen Kreationen dafür gesponsert. Ein wahres Prachtstück. Weißt du, wann sie stattfindet? Übermorgen, glaube ich. Ah, super. Ich würde gerne daran teilnehmen. Es waren so viele Leute da. Ich bin mir sicher, sie haben alle teilgenommen, um meine Kreation zu gewinnen. Meine Kleidungsstücke sind einfach wunderschön. Ja, sicher. Der Rest des Tages verging wie im Flug. Und am Abend habe ich gemeinsam mit einigen durchaus charmanten Gardenmitgliedern gegessen. Und wie ist es so bei den Menschen? Sehr anders als hier. Sind sie dort denn alle so schön wie du? Oh, Häschen. Bist du Single? Tut mir leid, aber ich bin nicht interessiert. Du hast eben einen Korb bekommen, mein Freund. Schade, dann werde ich wohl mal nicht weiter nachfragen. Nach dem Essen bin ich duschen gegangen. Mit einem von denen oder ohne? Ein neuer Tag brach herein und das Fest im Hauptquartier dauerte noch immer an. Nachdem ich mich ein wenig zurechtgemacht hatte, aß ich Karutos Spezialfrühstück. Er hat sich wirklich erheblich verbessert. Zwischen dem Essen jetzt und dem zu Beginn meiner Ankunft liegen Welten. Ich frage mich, ob es ihm nicht verletzt hat, dass ich sein Essen kritisiert habe. Ich fange an, ihn zu erkennen und kann mir vorstellen, dass er sich sicher doppelt Mühe gegeben hat, nachdem ich seine Kochkünste in Frage gestellt habe. Ich kann mir die Szene bildlich vorstellen. Oh nee, dieses kleine Menschenmädchen wird die Ehre des großen Karuto sicher nicht besudeln. Ich werde ihr schon noch zeigen, wer hier der beste Koch des Hauptquartiers ist. Was sag ich da? Der beste Koch der ganzen Welt! Ja, das ist genau seine Art. Ich werde ihm mein Lob aussprechen. Tolles Rezept, Karuto. Es war wirklich ausgezeichnet. Wie immer eben. Okay. Ich werde mal den restlichen Tag genießen. Ha, was ist das da auf dem Tisch bloß? Offensichtlich ein Prospekt, den Pereru hat liegen lassen. Am Ende des Tages findet ein Spiel statt, bei dem man einen super Preis gewinnen kann. Es ist an der großen Pforte. Ich sollte besser so bald wie möglich dort vorbeischauen. Oh, das schmeckt so gut. Ich will das und das da auch. Miiko hatte 1000 Bonbons in den Händen und einen riesen Lolli im Mund. Du bekommst noch Bauchweh. Oh, ich liebe Süßigkeiten. Kann ich verstehen, ich auch. Ich auch, aber nur in Maßen. Ich nicht. Oh doch, ich auch. So, babadabada. In Maßen geht das auch gar nicht. Ah, und hier findet auch noch was statt. Findet einen Partner und nehmt an unserem großen Wettlauf teil. Das ist ein Lauf, bei dem jeweils 2 Teilnehmer an den Beinen und der Taille aneinander gebunden werden. Ziel ist es, trotz der eingeschränkten Beweglichkeit schnellstmöglich ins Ziel zu laufen. Ja, das kennt man ja. Ja, also rein theoretisch. Ne? Rein theoretisch wären ja Azrael oder Nevra für dieses Spiel am geeignetsten. Weil wir, glaube ich, ungefähr die gleiche Größe mit den beiden haben. Mit Valkyron wird das doch problematischer. Ich meine, wenn wir bei ihm als Guardian an seiner Hüfte befestigt werden, dann ist doch schon, also dann ist man doch mit den Bubis schon da an seiner Hüfte dran und dann kann man nicht mehr so richtig laufen, oder? Ah, dieses Bild. Egal, ich nehme Valkyron. Willst du mein Partner beim Wettlauf sein? Gern. Ich hoffe, ich falle nicht auf dich drauf.
Oh, warum solltest du auf mich drauffallen? Andere Frage, warum sollte er nicht auf dich drauffallen? Ich bin sehr groß und du ziemlich klein. Das könnte ein wenig schwierig werden. Meine Rede. Da musst du eben versuchen, auf mich aufzupassen, falls du stürzt. Aber natürlich. Wir gingen zu Perroy. Und als ich die anderen Teilnehmer erblickte, war ich mir meiner Sache plötzlich nicht mehr so sicher. Die Teilnehmerpaare schienen sich alle so nahe zu stehen. Ich sah Valkyrn mit einem entschuldigenden Blick an. Stimmt etwas nicht? Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber bei den anderen Teilnehmern hat man wirklich das Gefühl, dass sie zusammen an dem Lauf teilnehmen wollen. Und ich frage mich, ob das bei dir auch so ist. Wie meinst du das? Naja, verbringst du denn wirklich gerne Zeit mit mir? Oder machst du das nur, um mir einen Gefallen zu tun? Ich will dich nämlich zu nichts zwingen. So gut kennen wir uns ja nun auch wieder nicht. Ich schätze jede einzelne Minute mit dir, Valkyria. Ich mag dich vielleicht verletzt oder dir meine Zuneigung nicht deutlich genug gezeigt haben, doch glaub mir, sie ist echt. Oh, ich weine gleich, ist das süß. Ich hoffe, du glaubst mir, denn ich würde diesen Moment gerne mit dir teilen. Okay, dann lass uns diesen Lauf zusammen machen. Wir gingen zu Perroy, damit er uns aneinander festband. In einem Punkt hat Valkyrn recht. Er war wirklich sehr groß. Um sein Gleichgewicht zu halten, musste er sich nach unten bücken. Oh Gott, der Arme. Auf die Plätze! Fertig! Los! Nachdem das Startsignal gefallen war, lief ich los wie der Blitz und sah zu Valkyrn, der nur mit Mühe vorwärts zu kommen schien. Ich hatte das Gefühl, auf der Stelle zu laufen. Er musste sicherlich die Beklommenheit in meinem Blick bemerkt haben, denn er warf mir ein herzerwärmendes Lächeln zu. Ich versuchte daher, meinen Teil so gut wie möglich zu bewerkstelligen. Ich glaube, ich habe ihn noch nie so ausdrucksvoll wie heute erlebt. Natürlich kamen wir als Letzte im Ziel an. Valkyrn krümmte sich wie ein alter Mann. Schade, ich hätte diesen Lauf zu gerne mit dir gewonnen. Tut mir leid, ich hoffe, du hast keine Rückenschmerzen. Überhaupt nicht. Ich halte sowas aus. Mach dir keine Gedanken. Danke, dass du mit mir an dem Lauf teilgenommen hast, Valkyrn. Ist doch normal. Ich hab dir ja gesagt, dass ich dich nicht verletzen wollte. Er warf mir ein herzerwärmendes Lächeln zu. Er wirkte so ehrlich, dass es mir durch Mark und Bein ging. Soll ich euch zwei Turteltäubchen voneinander losmachen? Nein! Ich lief rot an. Oh nein, du Armer. Bei dir hat das Seil wohl seine Spuren hinterlassen. Meine Güte, Valkyrns Haut ist von dem Seil ganz aufgerieben. Bei mir ist nichts zu sehen. Das stimmt allerdings. Lass uns in die Krankenstation gehen. Dann kümmere ich mich darum. Ah, wie ich sehe, nimmst du deine Arbeit sehr ernst. Ich habe das Gefühl, dass diese Aufgabe gut zu dir passt. Wie kommst du darauf? In letzter Zeit hast du uns oft bewiesen, dass du in der Lage bist, dich erst um andere und dann um dich selbst zu kümmern. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um in der Krankenstation zu arbeiten. Deshalb haben wir dir diese Aufgabe auch vorgeschlagen. Ich sah Valkyrn nachdenklich an. Ich hatte ihn selten so gesprächig erlebt und seine Worte gingen mir mitten durchs Herz. Moment mal. Wir? Aber Ika war doch diejenige, die mir die Aufgaben vorgeschlagen hat. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, wir haben bei einer unserer Sitzungen über dich geredet und entschieden, dass es Zeit für dich wird, dich ein wenig weiterzuentwickeln. Das heißt, die Lichtgarde hat diese Entscheidung gemeinsam getroffen? So ist es. Okay, ich verstehe. Komm mit mir. Ein Doktorspiele mit Valkyrn im Krankenzimmer. Schöne Sache. Es war zwar bereits jemand auf der Krankenstation, doch er hat mir meinen Patienten selbst überlassen. Komm, setz dich und zeig mir deine Schürfwunden. Was ist passiert? Wir haben am Partnerlauf teilgenommen und das Seil hat mir meine Haut aufgerieben. Ich verstehe.
Du musst eine Salbe auftragen, Valkyria. Sie befindet sich in der Kommode hinter mir. Ich desinfiziere derweil die Schürfwunden. Ich ging die Salbe holen, und sobald Matisse alles desinfiziert hatte, trug ich sie auf Valkyrons Hüfte auf. Er zeigte nicht den geringsten Ausdruck von Schmerz. Das hab ich auch nicht erwartet, denn hallo, er ist Gardenchef von der Obsidian Garde und ich glaube, die Jungs da sind ziemlich hart im Nehmen. Damit die Salbe auch wirklich ihre Wirkung entfalten kann, werde ich dir in 20 Minuten nochmal eine Schicht auftragen müssen. Anschließend musst du entsprechenden Stellen jeden Abend, was? Da fehlt ein D. Anschließend musst du die entsprechenden Stellen jeden Abend vor dem Zu-Bett-Gehen damit einreiben. Okay. Willst du, dass ich in der Zwischenzeit hierbleibe? Wenn es dir nichts ausmacht, ja. So kannst du mir ein wenig Gesellschaft leisten. Willst du, dass ich auch bleibe, Matisse? Nein, es geht schon. Amüsier dich ruhig weiter auf dem Fest. In Ordnung. Kümmere dich bitte gut um ihn. Selbstverständlich. Valkyria, ich würde später gern noch ein wenig Zeit mit dir verbringen. Hättest du dazu denn Lust? Was für eine Frage, ja. Ich habe keine Lust, ihn später nochmal zu sehen. Hallo, was? Natürlich. Hallo. Dann bis später. Bis später. So, also bei Gelegenheit sollen wir bei Pereros Spiel teilnehmen. Dann suchen wir doch mal die nächste Station. Oh Gott, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Ich habe das Gefühl, wir waren wirklich schon in jedem einzelnen Teil hier. Aber niemand will uns hier helfen. Oh. Hallo, Perero. Ich habe deinen Prospekt für das Spiel gesehen. Ist das wahr? Du willst spielen? Ja, wie geht das Spiel denn? Du hast hier 13 Seile. Du musst nur an einem davon ziehen, um etwas zu gewinnen. Es gibt keine Nieten. Ich nehme an, es gibt nur einen Hauptgewinn. So ist es. Aber er ist ziemlich außergewöhnlich. Ich hoffe, du gewinnst ihn. Jede Runde kostet 50 Mana. Das ist ein wenig teuer, aber ich verspreche dir, dass es wirklich tolle Preise zu gewinnen gibt. Ha! Ich meine, wenn man schon auf einer Kirmes ist, dann muss man das eigentlich auch wahrnehmen, oder? Also was soll's, probieren wir es einfach mal. Okay, ich will gerne mein Glück versuchen. Wähle ein Seil aus. Ich zog an einem der Seile. Yay! Bravo! Du hast 5 Goldmünzen gewonnen. Super! Yay! Der Tag neigt sich dem Ende zu. Ich denke, für heute habe ich genug von dem Fest gesehen. Ich hatte sogar noch Zeit zu fragen, ob irgendwelche Missionen anstehen. Es ist ja schön und gut, dass das Hauptquartier feiert. Aber viele von uns vergessen ihre Verantwortung trotzdem nicht. Jamal zum Beispiel habe ich den ganzen Tag noch nicht gesehen. Und bis auf den Süßigkeitenstand bin ich Miiko auch noch nicht besonders oft begegnet. Und Leifton ist auch nicht auf der Liste der Anwesenden. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Was machst du Schönes? Oh, nichts Besonderes. Würdest du denn gerne nichts Besonderes mit... Ja. Oh mein Gott, gibt's jetzt einen Bitchfight zwischen den beiden? Valkyria, ich hab dich gesucht. Ich hoffe, ich störe euch nicht. Ja, hallo, Valkyron. Ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, den Abend mit mir zu verbringen. Oh mein Gott, ja! Oh mein Gott, es tut mir so leid. Leifton tut mir so leid, weil er erinnert mich so hart an Lysander. Ich mag Lysander. Aber Valkyron finde ich irgendwie echt knuffig. Und jetzt steht man wieder zwischen den Stühlen. Aber ich habe mich für Valkyron entschieden und ich will ihn näher kennenlernen. Tut mir leid. Habe ich etwas Falsches gesagt, Leifton? Offensichtlich. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, weil ich sie nämlich gerade dasselbe gefragt habe.
Also weißt du, im Endeffekt hast du die Frage noch nicht ausgesprochen. Ich wusste gar nicht, dass du an Valkyria interessiert bist. Bitchfight! Oh mein Gott! Ich verbringe gerne Zeit mit ihr. Da sind wir schon zu zweit. Die Stimmung ist plötzlich komplett umgeschlagen. Ich verstehe. Dann tut es mir leid, dass ich euch gestört habe. Schönen Abend euch noch. Was? Er ging weg und warf Leifton dabei einen düsteren Blick zu. Was war hier nur los? Es war... komisch, ja. Ich wusste nicht, dass Valkyron dich so gern mag. Ja, normalerweise ist er nicht so mitteilsam. Was rede ich da? Es tut mir eigentlich überhaupt nicht leid, dass ich euch unterbrochen habe. Ah, wieder ganz der Alte. Und es ist mir egal, ob er dich zuerst gefragt hat. Oh mein Gott, was passiert hier? Das sind ja mal ganz neue Worte. Ich habe wirklich Lust, den Abend mit dir zu verbringen, Valkyria. Ja, will ich doch auch. Okay, dann vielleicht ein andermal. Ja, tut mir leid, aber Valkyron war zuerst da. Er hat mich auf der Krankenstation bei den Doktorspielen gefragt. Und das geht vor, mein Freund. Tut mir leid. Also dann, schönen Abend. Dann lass uns mal zum Strand gehen. Sag mal, würde es dich stören, wenn ich mich davor noch umziehe? Kein Problem. Sollen wir uns dann in circa einer Stunde dort treffen? Alles klar, bis später. Mit einem eingemeißelten Lächeln auf dem Gesicht ging er davon. Oh mein Gott! Okay, Freunde, ich würde sagen, während ich mich verabschiede, laufen wir schon mal zum Zimmer. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und dann starten wir das nächste Mal direkt vor unserem Date mit Valkyron. Oh mein Gott! Ich meine, ein Date am Strand. Und wir gucken uns den Sonnenuntergang an. Oh, Freunde. Es knistert und zwar richtig. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwoch. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Wann? Wie immer um 10. Bis dahin, Schnitzelmama over and out.